Haha, boah, ich bin ein Held. So. Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde. Ja, Leute, wir wissen jetzt, wie es mit Pokémon hier weitergeht. Wir haben gerade ein bisschen gegoogelt und so. Max ist wieder mit am Start. Hallo. Und jetzt geht's weiter. Ja, das war echt eine schwere Geburt, ey. Das stimmt, ja. Okay, wir müssen nämlich mit den kleinen Kids hier labern, weil wir haben jetzt hier ein Geheim... That's weird. Wir haben nämlich deren Geheimversteck gefunden. Voll geil, ich will auch so ein Geheimversteck. Schon voll geil, ich will auch so viele so kleine Kinder. Schon voll, gehst du rein, ist so dein Aufnahmeraum, das wäre ja richtig geil. Aber das wäre nicht so geil, weil die haben hier einen Wasserfall und der ist, du hörst es nicht, aber der ist übel laut. Nee, der ist schon ganz geil, schon exotisch und so. Ja, okay, ansonsten gibt's hier nichts. Wir mussten nur hier das triggern, ne, das Event. Ja, und jetzt können wir zur Windmühle gehen. Alright. Oh, ja, nice. Endlich geht's weiter, okay. Das Ding ist nämlich, wir haben die ganze Zeit versucht, einfach so zur Windmühle zu gehen, aber das Event ist nicht passiert. Dann haben wir uns Videos angeguckt und so, hä, der geht doch auch direkt dahin. Ja. Shoutouts hier an Sui, weil wir haben nämlich bei Sui geguckt. Ja. Und dann haben wir auf Bisa-Fans, da kam das auch nicht mit den kleinen Kindern. Und dann habe ich jetzt gerade mal irgendwie anders gegoogelt. Und dann habe ich es gefunden. So, aber jetzt müssen wir uns um die wichtigen Dinge kümmern. So, ich will nicht Plusel im Team haben. Plusel hat noch 2 Leben und Butterfree hat noch 2 Leben. Ne? Der Rest hat alles noch 1 Leben. Aber vielleicht mal Bisasam nach vorne tun. Nein, nicht solange wir die noch nicht heilen können, will ich das nach vorne tun. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, aber ich will nicht. Ey. Jawohl, das passiert. Max nach der Silvesternacht. Tu was. Du hast nach Silvester. Ja, stimmt. Warte, ich trinke kurz einen Schluck. Willst du deine Maus ein bisschen nach links schieben? Weil die ist gerade bei mir im Weg. Kannst du mal deine Fresse halten? Wow. Joke. Danke. So. Alright. Okay, dann wollen wir da nochmal reingehen. Weil was ist noch passiert? Das haben wir jetzt schon 8-mal im Video gesehen. Haha. Alter, nicht der Typ mit Abi. Wie ach, stimmt. Nichts? Ja, ich habe gerade überlegt. Hä, aber ja, das ist das eingefallen. Ah, du bist ein Opfer. Ja, ich bin so ein Opfer. Heute aber auf einmal bewegt sich der... Oh, ich habe aus Versehen Nein gedrückt. auf einmal bewegt sich der PC dort an der Seite nicht mehr. Eben hat er sich noch bewegt und jetzt nicht mehr. Delicious. Okay, jetzt müssen wir was machen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir doch die Bauarbeiter. Müssen wir nicht zuerst hier rein? Nee, das kommt jetzt später. Wir müssen okay. Bauarbeiter. Ja, genau. Wir müssen jetzt nämlich... Uns wird auch in die Kommentare geschrieben, dass wir öfters lesen sollen, weil Lesen bei dem Spiel essentiell wichtig ist. Nein, das ist eine Lüge. Ich meine, wir wüssten das jetzt nicht und würden wieder rum ein. Ja, wo müssen wir hin? Nee, das ist auf keinen Fall. Ja, das ist sowas für dich wahr. Mhm. Vielleicht weiß ich ja sogar ab hier wieder das meiste. Ich meine, viele Sachen weiß ich ja, aber halt auch noch so ein bisschen grob. Ist halt. Man kam Pokémon Colosseum raus, ich glaube 2003 oder so. Bestimmt schon so lange her, ja. Glaube auch. Ja, und da habe ich es an Release gespielt. Du bist ja schon ein geiler Stecher. Oh, da ist ein Zahnrad. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Ich frag mich, wie dumm das ist so. Ja, ich gehe jetzt hier hin und ups, hier ist ein Zahnrad. Ein 3 Meter hoch großes Zahnrad erstmal in die Tasche packen. So dumm. Diesen Part können wir nicht kuscheln nebenbei, das ist ein bisschen sad. Ja, richtig, diesmal sitzen wir nicht mehr nebeneinander. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ob ihr es lustiger findet, wenn wir nebeneinander sitzen. Oder ob Max scheiße ist. Ja, Timo macht ab jetzt das Projekt alleine weiter. So, jetzt gehen wir rein. Und dann sind wir jetzt gleich in die Queens Versteck. Oh, da ist ja der richtig dicke Mensch. Ja, der ist schon ziemlich fett, hast recht. Der ist schon groß. Vor allem hat er einen... Alter, das sieht so aus, als ob jemand wie so ein Pizzastück was aus seinem Arm abgeschnitten hat. Gerade. Ja, nein, der Typ sieht allgemein aus wie ein Pizzastück. Der ist oben so breit und geht dann so das wie so ein Pizzaslice. Geht der dann nach unten. Ja, alle Italiener sehen so aus. Nein, guck dir doch mal sein Gesicht an. Der ist voll italienisch. Wir führen ein... Jetzt holt er das mal eben... Wie hat er das denn rumtransportiert? Das hatte ich unter meinem Rock das Ding. Ja, aber es geht doch. Was? Hey, aber das war nie im Leben das richtige Zahnrad. Bin ich mir ziemlich sicher. Ein Windrad, jawohl. Die Mühle sieht auch komplett komisch aus. Außerdem, wofür braucht man
Boom. Eine Windmühle hier. Boom. Für die. Ja, ist mir gerade für Elektrizität, wollte ich auch sagen. Wusste ich. genau, wir haben Tränke und Pokebälle noch offscreen gekauft gehabt. So, jetzt nein, wir haben nur Pokebälle gekauft. Nee, ich habe auch noch Tränke gekauft. Echt? Okay, ja. Habe ich nicht hingeguckt. Tut mir leid. Du hast lockt. Ja. Super, dass wir wieder alles mitgelesen haben. Vielleicht jetzt Kolosseum. Warte. Genau, nee, wir müssen wirklich ins Kolosseum. Ja. Oh Mann. Wir müssen das gewinnen jetzt, oder? Kann ja. Das sein? Ja. Easy, mal eben alle Plätze wegkriegen. Und by the way, was ich herausgefunden habe, es gibt wirklich Preisgeld im Kolosseum, ne? Ja, habe ich auch gelesen gerade. Man bekommt 4.848 Pokédollar. Und die Toxin. Sick. Wobei ist das nicht gerandomized auch bei uns? Das weiß ich nicht. Mann, ich will nicht ins Kolosseum. Im Kolosseum herrscht auch Nuzlocke-Regeln, oder? Ja, natürlich. Sonst wäre es ja langweilig. Okay, dann. Bin ich mal gespannt. Jetzt, aber wir hätten vielleicht Omot mitnehmen sollen. Ja. wie viele Battles sind denn das? 4? Ich glaube 4. Ach, Quatsch. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, aber unsere Pokémon sollten geheilt werden nach jedem Kampf. Ja, wir rapen die jetzt einfach. Oh, dann, Junge, der hat ja richtig den Arm oben. Dann bin ich da komplett Gucci mit. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Ja, der sieht schon geil aus. Der sieht schon toll aus. Geil aus. Alles klar. Let's go, oder? Plusle und Butterfree sind auf jeden Fall perfekte Partner. Oh Gott. Ich hasse mein Leben gerade schon ziemlich hart. Aber Plusle ist schon gut. Och nö. Lavados. Warum? Wir haben keine Magical Attacke. Leaf auf. Ach ja, stimmt. Magical Leaf auf Tita. Wir haben Giga Drain. Giga Drain auf Tita. Auch auf Tita? Okay. Ja, Moltres wird schon nichts können. Das ist sogar guter Damage. Naja, ja, dafür, dass seine Spezialverteidigung sogar geboostet ist im Sand. Und schon. Dafür, dass es von Plusle ist. Payday, letzter Tag. Null, der spielt jetzt erstmal Payday auf dem Spiel. Okay. Alter. Das sah sick aus. Das ist richtig cool mit dem. Nein, es killt in ihm Leben. Das killt. Das war eine Roll, oder? Das war schon eine Roll. War jetzt einfach so voll Tickel. Kitzeln. Okay. Attack und Defense Spell, okay. Aber wir haben ja. Oh, das arme Plusel. Verpiss dich, stirb. Was? Moltres kriegt halt auch sonst schon Schaden. Ja. Und ich würde sagen, aber wir killen Tita jetzt. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass sie beide auf Plusel gegangen wären, weil wir Dings haben. Giga Drain. Wir können auch auf Double Team gehen mit. Nee. So schön richtig eklig spielen. Das ist eklig. Was machen wir nicht? Schade. Wär toll gewesen. Sagen. So, und dann. Ich weiß gar nicht, ob man hier drin Tränke benutzen kann. Ich hoffe es. Okay, wieder Payday. Smetpo war. War Smetpo schneller als Tita? Aha, Crit. Oh. Nee. Das war nicht mal ein Crit. Nee. Okay, doch. Perfekt. Doch. Okay. Das heißt, Tita stirbt. Zu 100%. Aber da hat er noch ein drittes Pokémon? Nein, nur zwei Pokémon. Jetzt kommt der Crit natürlich! Unfortunate. Der hat nur zwei Pokémon. Zum Glück, Alter. Ja, schon mal vorher, jetzt wird noch so ein Kyogre. Plus Minun kommen, ey. Dann Alter, dann wäre er ja over. Dann wäre sowas mal vorbei. Ich weiß gar nicht, ob man hier drin Tränke benutzen darf. Ich weiß gar nicht, ob man switchen kann. Ja, ja. Wir sollten auf jeden Fall switchen. Scheiß auf Tränke. Jugang, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir müssen ja nicht das sieht unsere schon cool aus. Tränke verbraten. Wobei wir quitten jetzt eh 8-mal. Nee, wir sind wahrscheinlich jetzt erst im Hyper-Mode. Und nee. Yugong ist auch schon fertig. Wir sind eine Pizza. Oh Gott. Jeremy Pascal, Yugong ist fertig. Das ist so. War das Aufruhr? Ja. Okay. Ja, war Aufruhr. Okay. Das Gute ist, wir chippen es einfach weg. Ja. Mit Chips. Das Ding ist, wir bekommen einfach Double Hyper Mode. Und Moltres quittet irgendwas weg. Das wäre unlucky. Nee, das wäre Skill. Warum ist jetzt? Warum auf Shadow Wash? Haben wir nicht irgendwas Cooles? Was okay, Shadow Wash. Wobei Aurora Beam kriegt Stab.
Ja, aber es... Ja, nee, Chance, das ist mir schon lieber. Oder? Ja, aber wir sind ja sowieso noch nicht im Hyper-Mode, deswegen. Ach ja, stimmt. Ja, never mind. Dann müssen wir keine Runde verschwenden. Das sieht so glücklich aus. Mit Hyper-Mode, weißt du, wie ich meine? Kann auch Robby eigentlich freezen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Wir freezen jetzt trotzdem einfach. Autsch. War aber das... gut. Aber wie warte, Robby macht jetzt... Haben. Warum? Ja, überleg mal, das könnte die ganze Feuerattacken. Jetzt ist das komplett weg. Also, mit Shadow Rush sollte jetzt von Plusel killen, oder? Ja, würde ich sagen. Ja? Ja. Ja? Safe, safe. Es liegt jetzt an dir, ne? Du hast jetzt zugestimmt. Was willst du denn machen? Auswechseln. Auf was? Aber du hast jetzt schon... Nee, du hast schon zugestimmt. Aber was willst du denn... Warte, was ist, wenn wir den Hyper-Mode bekommen? Lass Warum willst du denn raus? Achso. Stell dir vor, jetzt kommt der Hyper-Mode auf Plusel und das Schiff Plusel. Das, ja gut, das ist echt sehr... So, weil wir haben ja noch Yugong. Also, Aurora Beam killt ja auch. Ja, aber er ist schneller als Yugong. Ach ja, stimmt, er ist ja schneller. Deswegen. Was wäre denn gegangen? Jetzt geht er eh auf Yugong. Nee, okay. Ja, er ist ja mal auch gemacht. Okay, ich hoffe, die Pokémon werden geheilt. Wenn ja, dann ist es okay mit dem Wenn Auswechseln und so. Übel schwer. Aber sie sollten geheilt werden. Wäre dumm, wenn nicht. Das wäre echt super dumm, aber... Ja. Dann ist das Kolosseum auf jeden Fall machbar. Durch dieses ganzen Hin- und Her-Switchen. Das ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das wäre dann sogar... Teilweise, wenn die immer nur zwei Pokémon haben, wäre das easy, weil... Aber später, die Kolosseum-Kämpfe werden krass. Ja, aber randomized, ne? Deswegen ist es immer random. Also es kann ja, ja auch... Jetzt schon. So, jetzt spielen wir gegen die haben wir auch schon mal gekämpft. Oh, die winkt richtig geil. Tesla. Nicht Tesla? Tschüss. Okay, was hat die so? Swallowed und Duskull. Es ist Zirklop? Ja. Nee, Zwielicht. Zwielicht. Butterfree. Ja, nice. Wir werden geheilt. Ja, sick. Ja, ich muss sagen, ja, das... ist mir scheiße. Wie heißt das? Aua! Das Swallowed sieht dir schon sehr ähnlich. Ja, das kann nicht sein. Spaß, ich bin Duskull, Junge. Ich bin richtig sick. Nein, du bist schon Swallowed. So der Bart. Ja, der Mund. Safe. Boah, der Mund, Alter. Richtiger Fisch. Okay, Hypermode für Plus. Über den Mund an. Hast gesehen. Oh, Double Hypermode. Interessant. Belly Drum. Alles klar. Okay, aber ich weiß, gut. Hier wir gleich Double Targeten. Ja. Was ist das? Luster Purge. Was ist das? Was war das? Wichtiges. Special Defense. Nein. Okay. Ich glaube, die sollten beide killen, oder? Zusammen. Safe. Okay, ja, das ist wichtig. Alter, geht ja einfach für Belly Drum. Was ist denn bei dem los, Alter? Setup. Richtiger Sucker. Butterfree. Jetzt bekomme ich gerade Bock. Alter, hast du gesehen? Ja. Dragonclaw, yo. Passt schon, wie cool das aussieht. Ja, stimmt, ja. Okay, und jetzt Double Shadow Rush. Callen? Wir können auch die nutzen zum Callen. Wir sind ja richtig Call. Nein, okay. Aber wir können echt callen. Ja, ist recht. Da können wir jetzt zwei Runden callen. Also, wenn Two Shotten ist, denke ich auf jeden Fall. Hast du gesehen? Das hat richtig Bock. Nee, tun wir nicht. Das ist sau defensiv. Aber es kann halt nichts im Return machen. Jetzt kommt Eisus Kälte. Ich sehe es kommen. Oder irgendwas anderes. Rapid Spin. Jawohl, let's go. Erstmal die Rocks wegmachen. Ist einfach hier. Okay, ne? Ein GPL-Kampf ist das. Call und Chat Rush. Butterfree! Ich bin's. Butterfree. Nee, ist das richtig? Der Süße hat mir ein Smetbo-Plüchtier geschenkt. Echt? Ja. Richtig cool. Warum hat er mir das nicht geschenkt? Weil er bei mir übernachtet hat. Aber wie viel hast du eigentlich bekommen? Du hast von Present auch was bekommen? Von Present habe ich eine Tasse bekommen. Und von Glaber und seiner Freundin habe ich Schokolade bekommen. Oh, wir haben Nightshade bekommen. Richtig das, süß, ne? Ja, und als sie alle bei mir gepennt haben, habe ich nichts bekommen. Richtig gemein. Ich habe dir einen Blowjob gegeben. Hey, ich hab. Ja, das stimmt. Nein, du ja. Present so, ich weiß so, Present hätte was mir noch alles gegeben. Warum hast du das bei Timo denn? Ja, die wollte ich ausgeben. Die wollte ich ausgeben, aber ich hab's vergessen. Wir haben Present was gegeben. Echt? Hey, ja, das war Kani. War das nicht damals? Doch. Das war zum Geburtstag. Das war zum Geburtstag, meine ich. Ja, das kann sein. Aber da habe ich nicht mitgeschenkt.
Echt nicht? Hast du ein Present oder wie? Ja, ich hasse ihn schon so. Ja, verständlich. Ne? So, der Junge, Halbfinale geht los. Boah, das ist der Hausmeister von Hogwarts, Filch. Und er wird jetzt richtig hier carryen. Er holt jetzt Rapidash und Charizard. Richtiger Monofeuer-Typ, ey. Gut, dass ich nur Pflanzenattacken habe. Gut, dass ich nur Pflanzenattacken habe. Ja, easy, wir quitten einfach mit Shadowbrush. Alter, ich liebe die Musik. Nightshade ist eigentlich ganz sick, immer 30 KP. Alter, drei Pokémon. Junge, der hat ja wahrscheinlich noch einen Scouten. Ich bin dafür, dass wir aber trotzdem drin bleiben und einfach mal scouten, was die haben. Scouten. Die werden ja nicht, die werden ja nicht irgendwas, keine Feuerattacken haben. Vielleicht ich würde sagen, wir Double Target, Tail Whip, okay. Jawohl. Sieht wirklich merkwürdig aus, das Glock. Ja, ist super. Der Kopf ist so unproportional irgendwie. Ja, weil der Hals so lang ist. Ja. Whirlwind. Hä? Achso, ah, das setzt Klingensturm ein. Oh oh, auf Butterfree könnte das ziemlich gefährlich werden. Klingensturm ist eine normale Attacke. Das ist ja richtig der Octopaul-Hals. Klingensturm ist eine normale Attacke. Ach ja, stimmt. Stimmt, das ist der Flug. Kill dich. Das ist ja nicht so. Junge, lass jetzt mal Gluraks Hals in Ruhe, das ist gemein. Und, warte. Er hat jetzt zweimal Tail Whip. Ich glaube, Klingensturm ist speziell. Ich hoffe es. Nee, ja. Ways of Wind. Ist Klingensturm speziell? Ja, sollte es. Ist ja eine Evoli. Oh, ich glaube, es ist physisch. Es geht auf beide. Oh, yo. Oh. Das ist krass. Aber auch damit ich Gluraks Double Target. Mm. Mach die ganze Zeit einen Tail Whip. Ja, aber es ist halt Glurak, weißt du? Okay, wir sollten auf jeden Fall rausgehen, weil die Hypermons können triggern. Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ja, nice, Glurak stirbt. Ja, was ist jetzt das dritte Mon? Jetzt kommt's. Ich hoffe, nichts Krasses. Bitte nicht. Oh, oh nein! Alter, das sind ja richtige Esslöffel. Du, das hat richtig Bock auf den Dewgong und Snubbull, würde ich sagen. Ja. Oder Sandslash. Sandslash ist defensiver. Slash. Ja, Sandslash? Ja, Sandslash. Okay. Vor allem ist es ein Ground-Type, so. Es hat doch schon die Bodenattacke, oder nicht? Hat es nicht schon? Mhm. Ah, nee, das oh, hat. Lol, warte, seit wann ist Sandslash auch fertig? Du weißt, was ich meine. Nein! Was? Ist Sandslash. Nein. Warte, geht es nicht auch auf Galoppa, bitte? Sandslash, bitte. Oh. Mudshot. Okay, das killt aber Sandslash nicht. Oh, mein Arsch. Sandslash war schon, der Play ist ja defensiver, alles cool. Ich würde sagen, Aurora auf Alex Sam. Ja, der Surfer ist nervig. Vor allem geht der Surfer nicht auf Dingens, dann Bulbasaur. Ja. Ja. Er ist jetzt Psychic. Ja, ich wollte sagen, da haben gleich die Konfusion oder so raus. Die werden halt Sandslash jetzt Double Targeten, weil die es töten wollen. Das heißt, es kriegt jetzt alles wie zusammen ab. Sky Uppercut, das ist ja Hieb. Du Scheiße. Aber der Angriff von nichts kacke. Och, ja, genau! Bitte, Bisasam, bitte. Das hat aber wenig KP, das lebt Bisasam. Nein, das ist voll! Galoppa ist full life gewesen. Ja, damit ist Bisasam tot. Ja, Bisasam ist tot. Warum kann das Eruption? Warum hat er das eben nicht eingesetzt gegen Bluster und Butterfree? Also, ich meine, es ist gut, dass es nicht getan hat, aber what the fuck. Glurak gefokust. Weil es Glurak ist. Kannst du doch nicht wissen, so, weißt du? Ich hasse. Leute, das ist so ein Slow-Mo gerade hingefallen. Leute. Es ist auch sick, ich liebe Simsala. Ist richtig cool. Ja, jetzt aber, Junge, scheiß mal jetzt auf Simsala, was ist für eine Rapid Kacke? Dash. Wir müssen Rapid Dash fokussen. Okay, mit welchen hat er? Was war nochmal Spy Cannon? Das habe ich dich schon mal gefragt, ob ich das vergessen. Ja, das war Care Shadow, glaube ich. Oder so, scheiß. Nein. War useless auf jeden Fall. Geh auf Shadow Wash. Dornkanone. Warte, das ist aber. Ja, trifft aber nur 2 bis 5 Mal. Wenn wir nur 2 Mal treffen, dann ist RIP. Aber Stab. Ne, wir gehen auf Spy Cannon. Trotzdem. Oh, warte, das war ja eine Kampfattacke. Bitte geh nicht für Eruption. Bitte geh nicht für Eruption. Okay. Er geht auf Klingensturm. Das Ding ist, wir. Fünfmal. Ist das eine Base-Power von 20 oder so, oder nicht? Eins.
2. Jawohl. Das ist mein Leben. Ich hab's dir doch gesagt. Nein, bist du doof? Okay, heilen ist gut. Nimm mal, ich liebe dich. Bist du doof? Ja, du willst jetzt einfach Snubbel sacken. Spy Cannon auf Rapid Ash. Los. Geht doch auf. Nein. Oh nein. Ja, okay, das ist mir egal. Hätte sie voll zick aus. Ja. Okay, wie viel macht das? Zu viel. Okay, es geht. Komm schon, Zubbel. Tankt es ihn Weltmeister? Okay, passt. Ja, das ist okay. Mann, das Bisa jetzt so, das ja, Bisa Venusaur wäre so geil gewesen. Aber es war klar, dass es schwierig wird. Jetzt kill bitte. 2. 3. Jetzt 4 mit einem KP. 4. Oh, okay. Zubbel. Holy shit. Du geiler Boy. Ist ein Girl? Ja. Ich weiß nicht. Tschüss. Das ist, Das ist ein geiles Girl. Geiles Grill. Ehrenmanns-Vibe. Shadowwash. Das ist. Easy. Piu! Yo! Okay, der ist tot. Alles klar. Oh Mann, mich fuckt das gerade richtig ab, dass dieser Sand tot ist. Ja. Du. Same. Du. Das ist. Mann. Free. Ich wollte unbedingt Venus haben, ey. Ja, aber es wäre halt wirklich schwer gewesen, so das noch zu entwickeln. Ja, ist trotzdem cool. Warte mal, wir könnten Botogel bekommen. Wir könnten es aber auch nicht bekommen. Wir können es auch Rollt einfach lassen. Nein. Wir können auch einfach aufgeben, dann ist alles verloren. Nein. Das ganze Finale. Wie viele Leute auch da sind, ey. Die sind nur wegen mir da, weil ich Waifu bin. Aber du bist hier nirgends. Doch. Ich bin auf der Ersatzbank. Master Mirror B, oh, das ist Buddy Benemis. Oh, ich liebe Musik. Das ist der vor dem Kolosseum stand. Nein, der hatte andere Klamotten an. Okay, dann fand uns von Flora. Hätte das nicht der Halbfinalkampf werden können? Der Hals. Die Musik ist sick. Ja, finde ich auch. Hör ich super gern die Musik. Ich höre Jazz. Die Frage ist, wir haben eine neue Attack auf Plus bekommen. Ich würde gerne wissen, was es ist. Alter, der hat so viele Pokémon. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Ja, schon die neue Attacke, oder? Tun wir Donphan Double Targeten? Ja, Donphan. Follow me. Ah, na, was? Follow me. Nein, als ob. Wie dumm. Jetzt gehen beide Pflanzenattacken auf so ein Flora. Alter, was geht denn mit so einem Flora ab? Er ist ein richtiger ADHS. Ist ja scheißegal, das ist richtig broken. Nein, alles gut. Boop. Das ist richtig dumm. Moment, lol. Das ist. Ja, gut, dass du das Follow Me gemacht hast. Warum? Ja, okay, wir müssen aber Plus rauswechseln, ja. Love Disc, okay. Jawohl. Damit kann ich leben. Nahkampf. Damit kann ich leben. Ja, wenn er wieder Follow Me einsetzt, ist mir egal. So, wir gehen. Also, lass mal einen Bulbasaur gehen. Ja, wäre schon toll. Geile Switch in. Ich hasse dich. Aber warte, warum gehe ich in Yugong? Ist okay. Aber da ist ein Sonflora. Ja, auf Horabeam. Ich glaube, Sobol wäre besser gewesen. Wir sind jetzt wieder Follow Me ein. Mann, das ist doch dumm. Und jetzt kommt nochmal Memento. Dragon Breath. Och, oh, nee. Bitte auf Yugong. Ah, nice. Hey, warte. Ah, es war Feuerode. Ich dachte gerade auch, ist der Drachenwut. Oh, nö. Ja. Okay. Aber vielleicht. Alter. Ist ja richtig ADHS, ey. Wollen wir nicht einfach Shadowwash gehen, weil es wird ja auch eh Follow Me machen. Oder Nightshade. Ja, wir machen Nightshade. Nightshade passt, glaube ich. Aber Aurora Bean killt ja wahrscheinlich sowieso so ein Follow Me. Siehst du, jetzt macht er kein Follow Me. Das ist doch dumm. Der predicted uns einfach. Ja, der will mich jetzt auch parat, ne? Er ist ein Crit. Ach, das ist einmal auf. Und jetzt Double Flinch. Okay, gut. Double Flinch? Double Paraplu. Double Flinch. Siehst du, jetzt ist Nightshade voll wasted gewesen. Hat er trotzdem viel gemacht. Superpower. Okay, wir haben aber es kein... Es ist nur ein Sonflora, doch wir haben Dewgong draußen! Das war... Okay. Intens. Ja, wir kommen immerhin durch. Aber. Das killt. Das killt auf jeden Fall. Das ist ja schon gekillt. Okay, Nightshade auf.
Wollen wir nicht Sunflora rausnehmen? Ja, wir nehmen Sunflora raus. Und gehen auf Yugong in Bulbasaur. Snubbel. Ich hasse dich. Ich hasse dieses Spiel. Ja, okay. Es ist halt wirklich anstrengend. Ja. Twister, es geht auf beide. Das kann flinchen. Das heißt Drachen-Pokémon. Das Para flincht halt einfach mit Drachenattacken. Das ist einfach insane so. Das Para flincht einfach mit Drachenattacken. War schon wieder Superpower. Aber er hat einen Attack Drop. Okay. Nein, nichts mit. Auch Snubbel wäre ein bisschen problematisch gewesen. Ja, aber er hatte ja einen Attack Drop. Oh, Leute, wir kommen echt durch, Alter. Butterfree, du bist ein Gott. Du bist schon süß. Jetzt gleich kommt das letzte Pokémon noch, ne? Alter. Sieht so toll aus. Ah, nein, mein Bildschirmton ist angegangen. Ich sehe nichts mehr. Ah. So, jetzt sehe ich wieder was. Oh, lol, Alter. Das ist ja richtig der Endboss. The Magical Leaf. Und Spike Cannon. Alter, der war Level 34, das Flummel. Vielleicht sollten wir gleich mit Butterfree auf Dings rausgehen, auf Sandslash. Die Backen. Alter, das ist guter Damage. Holy shit. Wenn wir jetzt ein paar Mal öfters getroffen. Wish. Och, Mann. Nee. Weißt du, was der heißt? Wish more. Oh, nein. Bitte. Och, Mann. Ich glaube, wir können nochmal drin bleiben. Ja, einmal geht noch. Einmal geht noch. Warte mal, wenn er jetzt hier Eruption raushaut oder so. Ja, der hat schon Damage bekommen. Ach ja. Ja, Geofissur. Och, come on! Och, come on! Aber wir nehmen schon mal immerhin das Flincher. Nevermind. Oh, ja. Alter, ist das eklig, ne? Der ist mit Parahex und Flinch ins Finale gekommen, der Bastard. Das ist so eklig. Das ist, der macht halt nicht mal Damage so. Ja. Es ist einfach nur fucking ist eklig. Over time. Ja, im Prinzip wussten wir es ja, wir wollten das Video nur über 10 Minuten ziehen, damit wir hier ganz viel Werbung schalten können. Wir sind halt schon bei einer. Zweimal gehittet. Ach, ich habe High Jump Kick gelesen. Das macht's aber nicht besser. Was? Snubbels letztes Leben? Ja, Snubbel ist tot. Oh. Alles wegen Plusel. Ach, come on! Was ist denn das? Nee, ich bin für Shadow Rush gegangen. Ja, der hat mir einen Hypermob bekommen und dann. Ah, gut. Ich würde das. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Giga Drain reicht, tatsächlich. So ein Flurmel. Mann, das ist doch alles scheiße hier. So kacke. Jetzt werden mich wieder paaren, das ist so eklig. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder. Ja, wir können aber nicht geparat werden, oder? Wir sind doch. Nee, ist egal, wir können trotzdem geparat. Ey, das ist so dumm, ne? Kannst du dich bitte irgendwann mal wieder bewegen, Butterfree? Hä? Mann, das ist so ein dummer Hurensohn. Ich hasse ihn so sehr. Oh Gott, das ist disgusting. Werden wir jemals einen Part haben, in dem kein Pokémon stirbt? Ich glaube nicht. War doch vorletzter Part, oder nicht? Haben wir doch keins verloren, meine ich. Bisher ist, glaube ich, immer was gestorben. Aber ey, wir haben unser erstes Kolosseum geschafft. Ja, und nächsten Part werden wir dann neue Encounter kriegen. Omot hatte noch 2 Leben, ne? Siehst du, du warst gar nicht unter drin, du hast draußen gewartet. Oha. Nice, aber wir bekommen echt viel Geld. Ja, ich habe derzeit damit rumgespielt. Und eine TM. Jetzt will ich wissen, was das für ein TM ist. Kein Toxic. Toxic wäre. Toxic. Ist okay. Ja, gegen ihn hätten wir es gut gebrauchen können. Das stimmt, ja. Okay. Mein Apollo ist da ja auch drauf. Du kriegst jetzt Besuch von Snowball. 2 Stück einfach. Und von Bisasam. Vor allem haben wir diesen Part einfach kein Pokémon gefangen, ist das ja, Ding. Ja, aber im nächsten Part kommen einige Krypto-Pokémon. Wir nehmen auf jeden Fall Omot mit und Krakelo, damit wir halt wieder 6 Pokémon haben. Aber die Plusle, Butterfree und Venomoth haben alle noch 2 Leben. Und die anderen haben alle noch 1 Leben. Ja. Also es ist okay. Es ist, ja, es geht. Aber wir müssen langsam mal die weiter leveln können, so. Das wäre gut, ja, wenn wir die langsam mal befreien können. Also Butterfree ist noch nicht fertig. Plus auch nicht. Yugong ist fertig. Sandslash ist fertig und Omot ist fertig, okay. Es sind nur noch die 2, die hier fehlen.
Ja. Das ist ganz, ganz geil. Ja. Okay, ich würde aber sagen, das war's hier mit dem Part. Alter, hast du gerade gesehen, wie du weggeglitscht bist? Ja, ich bin schon. Okay, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Hautshit. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Schau auf jeden Fall bei Max vorbei. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao. Tschüss.